Moin Leute, in diesem Video wollte ich euch wieder zwei neue Handhelds vorstellen, die vor kurzem angekündigt worden sind. Auf dem YouTube-Kanal von AOK Zoe wurde das AOK Zoe A1 Pro angekündigt und auf dem Twitter-Kanal wurde das A2 angekündigt. Das Video hier im Hintergrund ist auf dem offiziellen Kanal das Vorstellungsvideo zu dem Gerät. Bislang wurde eigentlich noch nicht der Prozessor angekündigt. Laut einem Leak handelt es sich aber um den Ryzen 7 7840U mit dem 780M Grafikchip drinne. Da ist definitiv ordentlich Grafikpower unter der Haube. Jetzt im Anschluss zeige ich euch einmal die beiden bislang gezeigten Farben zu dem AOK Zoe A2. Also ich finde beide ganz nett, wobei mir das Evergreen etwas besser gefällt. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine etwas kleinere Variante im Vergleich zu dem AOK Zoe A1 bzw. A1 Pro. Es sind hier nur 7 Zoll in der Diagonale anstatt ursprünglich 8 Zoll. Ich gehe ebenfalls davon aus, dass auch das A2 ein Flaggschiffmodell sein wird, also dürfte auch hier der stärkste Ryzen der 7. Generation wie auch im AOK Zoe A1 Pro verbaut sein. Da wir aber noch keine genauen Informationen haben, werde ich euch informieren, sobald wir weitere Details haben. Das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr keine Informationen mehr verpasst, falls es Neuigkeiten zu den Geräten gibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.